ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe Mama und Papa belauscht. Ich habe was ganz, ganz Tolles. Was ist denn los, Emma? Wen hast du belauscht? Na, Mama und Papa, und die haben gesagt, dass sie heute auf den Geburtstag gehen. Das heißt, wir sind allein zu Hause und haben sturmfrei. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Meinst du nicht, dass Mama wieder irgendeinen Babysitter engagiert oder so? Hoffentlich nicht. Ich werde das erstmal Julian sagen. Das wird eine riesengroße Party. Was machen wir alles? Pizza bestellen, Filme gucken, alles. Oh Mann, die ist ja richtig cool, diese Challenge. 24 Stunden, also cool, also im wahrsten Sinne des Wortes. Julian, hörst du mir zu? Ich habe was ganz Tolles zu sagen. Und zwar, Mama und Papa sind später nicht da und wir sind ganz allein zu Hause. Oh Mann, das klingt ja klasse. Vielleicht könnte ich dann wirklich meine Challenge durchziehen, ohne Ärger zu bekommen. Ach, wirklich nicht. Sie haben keinen Babysitter mehr zur Verfügung für heute Abend. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe einen Termin. Claudia, wollen wir nicht deine Eltern fragen? Oma und Opa, vielleicht wollen die auf die Kinder aufpassen. Ausgerechnet heute haben Oma und Opa schon was vor. Und bei den Babysitter-Agenturen bekomme ich nur Absagen. Das ist zu kurzfristig. Och nee, nicht so ein Babysitter von der Agentur. Da haben wir gar keine guten Erfahrungen mitgemacht. Hanna hatte schon was gesagt, aber ich will das nicht. Martin, und? Ich hab's wirklich schon überall versucht. Auch die andere Agentur hat keinen mehr frei. Das wird heute nichts mehr. Oh, so wie es aussieht, können wir da nicht hingehen, Martin. Ich ärgere mich wirklich. Ich hätte es richtig toll gefunden, mal wieder mit dir auszugehen. Ich würde nicht Emma Vogel heißen, wenn ich da keine richtig tolle Idee hätte. Dann war's das jetzt wohl mit dem Telefonieren. Ich hab alles versucht, ich hab alles gegeben. Aber naja, die Enttäuschung ist groß. Hey Hanna, du hattest recht. Mama sucht einen Babysitter für uns und ich glaube, ich habe eine Idee. Wir sollten sie mal anrufen. Also mein Handy habe ich hier und die Nummer ist auch unterdrückt. Aber was willst du denn, Emma? Was sollen wir denn sagen? Na, was wohl, dass wir eine Babysitter-Agentur sind und dass wir einen Babysitter schicken und dann können Mama und Papa zum Geburtstag und wir haben sturmfrei, weil da kommt gar kein Babysitter. Ich muss schon sagen, Emma, super coole Idee, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na gut, dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Ich muss auch meine Stimme ein bisschen umstellen. Also, was hältst du davon? Hallo, hier ist eine Babysitter-Agentur. Aber das Telefon klingelt. Ist das vielleicht eine Agentur? Hallo, Claudia Vogel hier? Ach ja, genau, ich hatte bei Ihnen angerufen. Sie haben jetzt doch einen Babysitter parat? Das wäre ja super. Martin, ich habe super Neuigkeiten. Es gibt einen Babysitter für uns. Wir können doch zum Geburtstag. Jetzt wirklich? Ha, da freue ich mich aber. Super, dann können wir ja doch raus. Oh Mann, Emma, die Idee war echt genial. Und Mama hat es mir voll abgekauft. Ja, schlag ein. Ja. Ach, Martin, das wird den Kindern gar nicht gefallen, aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen an uns denken. Naja, ich werde mal den Familienrat einberufen. Emma, Hanna, Julian, kommt ihr mal eben kurz runter? Oh, klasse, die werden uns jetzt sagen, dass wir alleine zu Hause sind und dann kann der Spaß hier beginnen mit der Challenge. Super. Also gut, Kinder, Papa und ich möchten heute auf einen Geburtstag gehen, ohne euch. Und deshalb kommt ein Babysitter, der passt auf euch auf. Was? Habe ich das richtig verstanden? Babysitter? Oh nein. Okay, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Wie bitte? Warum feiert ihr denn jetzt den Babysitter so? Normalerweise finden wir den doch alle blöd und heute nur ich? Also der Großteil der Kinder hat es eigentlich ganz gut aufgefasst, außer Julian. Dann warten wir jetzt noch auf den Babysitter und dann kann es endlich losgehen. Du Mama, ihr seid doch bestimmt jetzt gleich schon eingeladen auf dem Geburtstag. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon gehen. Also ich kann noch ein bisschen auf Julian und Emma aufpassen und wenn der Babysitter gleich kommt, das schaffen wir schon. Alles gut. Hanna, wirklich? Ja, dann machen wir das so. Ansonsten kommen wir jetzt vermutlich ein bisschen zu spät. Okay, Kinder, dann viel Spaß und bitte seid brav. Bitte nicht den Babysitter oder die Babysitterin stören oder nerven oder ärgern. Okay, mach's gut. Ja, alles gut, Mama. Bis dann. Papa, viel Spaß. Bis später. Also könnt ihr jetzt mal bitte kurz erklären, was hier los ist? Und normalerweise sind wir alle gegen Babysitter und heute... Julian, pst. Und schon fällt die Tür ins Schloss. Mama und Papa sind weg. Dann können wir es dir jetzt sagen, Julian. Wir haben sturmfrei. Hä, wie jetzt? Mama, wart ihr das mit dem... Oh, das ist ja klasse. Naja, ihr lernt halt vom Besten, von Julian. Ich bin stolz auf euch. Das war meine Idee. Also die Lorbeeren, die kassiere ich. Naja, also Hauptsache klappt jetzt meine Challenge mal. Oh, super, ich freue mich. Wollt ihr mitmachen? 24 Stunden im Iglo, ist aber nicht so weit, ja. Julian, im Iglo? Wir haben doch hier in der Luxusvilla gar kein Iglo. Überlass das mal mir, ich krieg das schon hin. Darum kümmere ich mich. Ah, hallo Hanna, schön, dass du mir die Tür aufmachst. Onkel Stefan, hey, hallo. Super, dass es geklappt hat und es ist ganz wichtig. Und natürlich wissen Mama und Papa Bescheid. Die haben alles, die haben gesagt, okay, ja, klar. Ja, das ist mir nämlich ziemlich wichtig, dass ihr das mit Mama und Papa abgeklärt habt. Ich will ja nicht, dass es wieder Ärger gibt. Aber klar doch, und ich weiß auch schon, wo das Iglo hinkommt. Ja, stimmt, das macht Sinn hier, überm Pool. Gute Idee, Julian. Also, das ganze Material ist draußen bei mir im Auto. Ich werde da mal loslegen. Und es wird ja einige Zeit dauern. Und ich muss ganz schnell mal ins Badezimmer. Weil in dem Iglo, da habe ich ja gar keine Toilette und da muss ich mich vorbereiten, weil da bin ich 24 Stunden, hallo? Aber so schnell, ich war noch gar nicht so lange auf Klo.
Komm rein, Julian. Onkel Stefan hat das Iglo schon fertig gebaut und ich wollte euch eine Geschichte vorlesen. Ach, das ist wirklich gemütlich hier drin. Ja, eine Geschichte, da bleibe ich doch auch noch dabei. Ich muss mal alles hier ganz genau unter die Lupe nehmen. Oh ja, sieht richtig gut aus. Hey Leute, guck mal, ich bin hier oben. Was? Wie? Wo kommen die Stimme her? Julian, ich kann dich nicht sehen. Ich bin hier oben auf dem Iglo. Oh Mann, das ist richtig gut geworden. Ach, da oben, da will ich auch mal hin. Naja, Onkel Stefan, hörst du mir dann wenigstens zu? Also, ich wollte doch jetzt eine Prinzessinnengeschichte vorlesen. Prinzessinnengeschichte? Oh, das ist jetzt nicht so ganz meins. Ich dachte, so eine Abenteuergeschichte. Oh, und das ist auch so eine coole Eisrutsche. Achtung, da unten! Julia kommt! Onkel Stefan, wenn du eine Abenteuergeschichte lesen möchtest, dann guck ich mal oben. Vielleicht sind ja bei Papas Büchern oder vielleicht habe ich ja auch noch irgendein Buch, was dir gefällt. Ach nein, nein, Hanna, danke. Ihr macht das schon. Ich mach mich dann mal lieber wieder auf den Heimweg. Also viel Spaß mit eurem Iglo. Okay, super. Die Betten sind aufgebaut und das heißt jetzt 24 Stunden im Iglo beginnen ab sofort. Oh Mann, aber mir ist jetzt schon total kalt. Ich spür meine Beine nicht mehr. Also ich hab gar kein Problem. Also ich brauche auch keine Decke oder so. Also ich find's schon ganz schön kalt. Vielleicht hole ich mir doch lieber eine Decke. Oh, mir ist so kalt. Also, weißt du was? Ich glaube, ich bringe dich lieber rein, Emma. Mama und Papa sind ja nicht da und ein bisschen Verantwortung muss ich als älteste Schwester dann doch zeigen. Komm, ich bringe dein Bett wieder in dein Zimmer, dann schläfst du da. Das ist doch viel wärmer und gemütlicher. Oh, ich glaube, ich bin eingefroren. Ich kann mich gar nicht bewegen wie eine Statue, aber eigentlich wollte ich auch bei der Challenge mitmachen. Also, ich glaube, 24 Stunden im Iglu, das hält keiner aus. Ich glaube, ich lege mich auch lieber gleich in mein Bett. Also irgendwie ist es doch ein bisschen kalt geworden. Ich glaube, ich nehme mir die Matratze von Hanna auch noch. Oh, Julian, sehr gut. Alles hier aus Eis. Natürlich ist das hier kalt. Julian, was hast du denn da gemacht? Und warum hast du meine Matratze als Decke benutzt? Also das heißt wohl für mich, ich kann mich nicht in mein Bett legen oder meine Matratze mitnehmen. Nein, keine Chance. Die brauche ich noch. Ach, dann soll der mal seine 24 Stunden im Iglo-Challenge machen. Ich mach da nicht mit. War mir viel zu kalt. Ach, sehr gut. Das war eine richtig tolle Party, oder? Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Babysitter so geklappt hat. Also ich sehe hier noch keinen Babysitter. Ich auch nicht, aber was macht denn Hanna da auf dem Sofa schlafen? Oh, okay, okay. Claudia, dreh dich um, aber bitte keinen Schock bekommen. Was ist denn das? Und ich soll keinen Schock bekommen? Ein Riesen-Iglo ist hier. Oh, wie kommt denn dieses Ding hier hin? Das frage ich mich gerade. Oh nein, jetzt sag bloß nein. Was macht Julian denn hier drin? Julian, wie lange bist du schon hier in diesem Iglo? Julian? Also ich glaube, ich muss noch mindestens 22 Stunden hier drinnen bleiben, weil ich mache eine 24-Stunden-Challenge. Das kommt gar nicht in Frage, Julian. Wieso? Komm her, wir müssen dich erstmal aufwärmen. Okay, also wir haben Julian gefunden und auch Hanna. Was ist mit Emma? Ach, Julian, also gut, wie hast du das überhaupt hinbekommen, dieses Iglo zu bauen? Also, nee, ich nicht. Das war Onkel Stefan. Ich krieg das noch nicht so gut hin. Also, das hätte ich mir ja gleich denken können. Onkel Stefan mal wieder. Wann hört er endlich damit auf, immer Sachen hier bei uns im Haus aufzubauen? Entwarnung, Entwarnung. Also, Emma liegt schon oben im Bett. Ganz brav. Aber hast du einen Babysitter gesehen? Nein, also das ich auch mich nicht. Schon ein bisschen auf. Ich werde mich auf jeden Fall beschweren. Kein Babysitter. Naja, also ich gehe da mal zurück ins Iglo, also das gehört ja zur Challenge, 24 Stunden und so. Stopp, 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 Julian, du gehst ja jetzt nicht wieder rein, du wirst noch total krank, das ist nicht gut für dich, so viel Kälte. Mal wieder typischer Familienvogelwahnsinn hier bei uns. Naja, wir haben hier ein Iglo, ein Babysitter ist nicht da, die Kinder sind wieder total ausgeflippt, aber eins muss ich trotzdem sagen, das Iglo ist ziemlich cool. Hey Steve, heute bist du irgendwie komisch drauf. Was ist denn heute mit dir? Du hast ja kaum geredet heute. Ach Julian, wie soll ich das nur sagen? Ich trinke gerade an meinen Hamster. Ich vermisse ihn irgendwie. Hä, wieso? Ist denn irgendwas mit deinem Hamster passiert? Also ich weiß nicht. Also ich möchte ganz gerne wieder zu ihm, weil gestern dachte ich irgendwie, er ist verstorben oder so. Aber ist ja gar nicht. Hä, das verstehe ich nicht. Wie? Der ist nicht verstorben. Und wie dann? Das verstehe ich alles nicht, Steve. Ey, ich bin gerade mal in der ersten Klasse. Also entweder war der am Schlafen oder hat sich totgestellt, ich weiß es nicht, aber dann war der irgendwie wieder wach, ich hab mich total erschrocken, sage ich dir. Wie, das hat er einfach so hinbekommen und du hast es geglaubt? Oh Mann, könnte ich das auch, dann würde ich irgendwie 2 Jahre schlafen und dann einfach wieder aufstehen. 2 Jahre schlafen, das ist ja wirklich eine super lange Zeit. Ach so, Frau Tüch, hat's jetzt gerade geklingelt, naja, also der Steve und ich, wir waren gerade in einem sehr, sehr coolen Gespräch, Ja, es hat soeben geklingelt. Aber worum geht's denn jetzt genau? Ich hab nur irgendwas gehört mit einem Hamster? Ja, also, das war mein Hamster und der ist wieder zum Leben erwacht. Das war ziemlich cool, sag ich Ihnen. Oh, das klingt wirklich spannend. Ja, ich hab auch schon mal sowas von Hamstern gehört. Ich hab auch schon mal gehört, dass manche Leute, die lassen sich einfrieren und dann sind sie in der Zukunft, dann werden sie aufgetaut. Was? Das hab ich ja noch nie gehört. Wo hast du diesen Quatsch denn gehört? Also, das hätte ja von mir sein können fast. Aber, hä? Das stimmt doch nicht.
Doch, Julian, das gibt's wirklich. Aber wir wollen jetzt eigentlich Matheunterricht machen. Das ist vielleicht eher was für Naturwissenschaften oder sowas. Mhm. Also, Leute. Okay, ja, natürlich. Mathe ist ja nach Sport mein Lieblingsfach, momentan noch. Ich muss zu Hause dieser Sache auf jeden Fall nachgehen. Ich muss das selber auch hinbekommen. Heute gibt's wieder eine leckere Suppe, aber diesmal ohne Kürbis. Ich hoffe, sie wird Julian schmecken. Hey, ich bin wieder da. Schule war super. Was gibt's denn zu essen? Burger und Pommes? Nein, leider nicht. Ich dachte mir, eine schöne Suppe, aber diesmal keine Kürbissuppe. Also, die wirst du mögen. Oh, Mama, aber nicht wieder Suppe. Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist mit meiner Zunge. Auf gar keinen Fall. Nur noch kaltes Zeug, bitte. Wie bitte? Kalte Suppe? Also, kalt kann ich nicht kochen. Ah, doch, doch. Das bekommst du schon hin. Ab in den Kühlschrank oder in die Kühltruhe oder so. Ganz, ganz kalt muss es sein. Und ich möchte auch ganz kalt werden. Was ist denn mit Julian schon wieder los? Der kommt auf Gedanken, eine kalte Suppe essen? Ich glaube, er hat irgendwelche Hintergedanken. Also in nächster Zeit wird mir richtig kalt sein und deswegen spiele ich jetzt mal eine Runde Minecraft, aber nur mit einer Schneemap. Ja, perfekt. Ja, werd nicht frech. Ich hab dir verboten, Feuer zu spucken. Das kannst du nicht machen. Also lass es sein. Also für die Mission einfrieren bräuchte ich eigentlich noch ein bisschen Hilfe. Emma! Also du weißt ja, dass ich die ganz, ganz gerne habe. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun und bitte sag nicht mit Puppen spielen oder so. Du musst mir einen Gefallen tun, bitte. Oh, was soll ich machen? Ich gehe nicht für dich nach unten und hole dir Donuts oder klaue irgendwas für dich oder was auch immer. Ich lüge auch nicht für dich. Nein, 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 darum geht's gar nicht. Wobei, ich hätte ziemlich Hunger auf Donuts. Naja, nicht ablenken. Ich brauche dich als Assistentin für so eine super Mission. Richtig cool, sage ich dir. Oh, das klingt spannend. Sowas mit Geheimagenten und so. Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Worum geht's? Also, wie soll ich dir das erklären? Also, es geht auf jeden Fall um Eis und du liebst doch Eis, oder? Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier Julians Essen wirklich aus dem Kühlschrank hole. Na gut, wenn er das so essen will. Kinder, kommt ihr dann essen? Aber Emma, das darfst du keinem erzählen. Das ist ein Geheimnis. Zwischen dir und mir ist das klar. Du darfst das keinem erzählen. Sonst kannst du mir Donuts holen. Ja, ist okay. Ich hab verstanden. Ich werde es niemandem weitersagen. Wirklich, meine Lippen sind versiegelt. Nur unter uns. Okay, dann ab zum Essen und pssst, nichts erzählen. Also Kinder, dann hoffe ich, es schmeckt euch. Greift ruhig zu. Aber Julian, eins habe ich noch nicht verstanden. Warum denn jetzt nur noch kalte Speisen? Was ist denn los mit dir? Mama, ich muss mich halt ein bisschen abhärten, aber mach dir keine Sorgen. Dein alter Julian wird immer frisch bleiben. Richtig frisch sogar. Na gut, aber dass man sich abhärtet durch kaltes Essen, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er das in der Schule gelernt, ich weiß es nicht. Boah, so eine kalte Suppe ist ja gar nicht mein Fall, aber es muss sein, für die Mission. Kinder, ich werde jetzt noch hier ein bisschen den Haushalt machen und dann lege ich mich auch hin für ein kleines Schläfchen, nur damit ihr Bescheid wisst, hm? Ja, aber kein Problem, schon in Ordnung. Jürgen und ich kommen gut allein zurecht. Wir haben noch was vor, wir müssen ihn einfrieren. Hey, pst, Emma, nicht so laut. Ich hoffe nicht, dass sie gehört hat jetzt. Oh, Entschuldigung. Ich bin nur total durch den Wind. Ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt. Du, Julian, meinst du, Mama schläft jetzt wirklich? Hörst du das nicht? Hörst du das nicht, wie laut sie einfach schnarcht? Das ist ja wie so ein Rockkonzert. Und jetzt, Emma, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mit der Mission einfrieren zu starten. Los, komm mit. Alles klar, ich bin bereit. Gut, Julian, wie fangen wir denn jetzt an? Naja, als erstes muss hier alles aus dem Kühlschrank raus und wir müssen uns beeilen, bevor Hannah und Papa nach Hause kommen. Los jetzt. Hey Leute, ich bin wieder da. Ja, heute ein bisschen früher, war halt wenig zu tun. Was ist denn hier los? Ist das das Mittagessen? Also so viel Hunger habe ich jetzt auch nicht. Oh, Papa, du da? Also Mittag? Nee, da bist du leider zu spät. Die ganzen Sachen, die sind hier so, weil Mama hat uns gefragt, ob wir ihr nicht helfen können, den Kühlschrank sauber zu machen. Und damit wir ihn richtig sauber machen können, müssen wir ihn ausräumen, ja. Also, Mama ist oben und die macht Mittagsschlaf und die möchte jetzt nicht geweckt werden. Und du weißt, wie schlecht sie immer drauf ist. Also, lass es lieber. Naja, gut. Ich glaube, ich lege mich auch ein bisschen hin. Bin auch irgendwie müde. Schön aber, dass ihr so fleißig seid. Also, falls mich jemand suchen sollte, ich bin jetzt kurz unter der Dusche. Und dann würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen hinlegen. Ne, Kinder? Ja, ist gut, Papa. Erhol dich schön. Emma, also ich bin ziemlich stolz auf dich. Du bist eine richtig gute Assistentin, sage ich dir. Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles rausgeholt. Jetzt wird's ernst. Also, die Mission kann jetzt wirklich beginnen. 5, 9, 3065, eine Trilliarde. Oh, Julian ist ja schon ganz schön lange drin, glaube ich. Julian, kannst du mich hören? Klopf, klopf, hallo. Emma, ich war doch gerade mehr 2-3 Minuten hier drin. Und außerdem, das klappt nicht. Also, mir ist zwar ein bisschen kalt, mehr aber auch nicht. Und wie sollen wir das sonst mit der Mission machen? Ich habe keine Idee. Also mit dem Kühlschrank wird das nichts. Aber hier in die Kühltruhe, vielleicht, naja, ich wüsste, wer da reinpasst. Und Kinder, wie sieht's denn aus? Ist der Kühlschrank wieder sauber?
Aber Papa, natürlich ist der Kühlschrank sauber, du kennst uns doch. Jetzt wollten wir nur noch die Sachen reinpacken. Wir? Also, Emma sehe ich jetzt nicht. Also, ach ja, stimmt. Ja, Emma hatte nicht mehr so viel Lust. Sie meinte, Julian, mach das alleine. Also, nicht mit dieser Stimme, aber du weißt schon, deswegen ist sie nach oben gegangen. Mhm. Naja, ich muss auch sagen, es hat mich ziemlich gewundert, dass eine Vierjährige den Kühlschrank sauber machen möchte mit dem Bruder zusammen. Puh, also das war mal richtig knapp. Okay, keine Beweisstücke mehr hier zu sehen. Es ist nichts mehr da, alle Spuren verwischt. Perfekt. Naja gut, dann werde ich jetzt mal 20 Jahre warten und dann... Wow, warte mal. Dann bin ich ja schon 26 und Emma immer noch 4. Ob ich wohl schaffe, hier so 20 Jahre jetzt Minecraft zu spielen? Ein Versuch ist es wert. Irgendwie habe ich doch irgendwie Heißhunger. Also ich kann mich jetzt nicht hinlegen. Aber auf was denn nur? Ist hier nichts Süßes? Vielleicht so ein Vanillepudding? Oh, oder Karamell? Oh, ich sehe nichts. Oh, jetzt noch ein Eis. Oh, das wäre sowas von super. Bitte. Ah, was ist das denn? Emma, kannst du mir mal bitte erklären, was mit dir passiert ist? Emma, Liebes! Kalt. Papa wird dich da rausholen, Schatz. Ich hol mir mein Werkzeug. Ganz ruhig. Was denn da unten jetzt schon wieder los? Oh, kann man nicht mal in Ruhe hier Minecraft spielen, 20 Jahre lang? Julian, sag mal, kommst du jetzt mal bitte runter? Was hast du nur gemacht? Och, nö. Oh, Papa hat Emma schon gefunden. Wie, waren das jetzt schon 20 Jahre? Okay, wir fangen unten bei den Füßen an, mit dem Hammer. Aber nicht auf die Füße drauf, okay? Sondern nur auf das Eis. Ja okay, Papa. Tut mir leid, so wollte ich das nicht. So sollte es eigentlich nicht laufen. Ach, wir haben sie gleich schon ver... Emma, gleich sind wir fertig. Gleich sind wir fertig. Gleich ist sie wieder warm, Schatz. Okay, den Rest machen wir jetzt mit warmem Wasser, okay? Ich glaube, es war doch keine so gute Idee, Emma einzufrieren, ne? Mach ich lieber nicht. Was ist denn hier los? Kinder, habt ihr versucht, hier irgendwie Slush-Eis zu machen? Wozu denn das Werkzeug? Ach, Claudia, frag einfach nicht. Also die Emma, die war ja eingefroren in einem riesigen Eiswürfel. Ja. Also ja, das war ich. Ich war's. Ich bin schuld. Also ich wollte aber nur, dass sie ein bisschen länger leben kann. Also ich wollte sie später in der Zukunft wieder auftauen. Mehr nicht. Bitte was? Bist du vollkommen verrückt geworden, Julian? Ist aber alles wieder gut, glaube ich. Oder, Emma? Hä? Mir ist auch schon viel wärmer, aber ich könnte eine riesengroße Tasse Kakao vertragen. Ja, ganz warmen Kakao. Das mache ich, Emma. Ich werde dir eine riesige Tasse Kakao machen, okay? Und auch wenn ich dafür mein Taschengeld ausgeben muss. Ach je, dabei habe ich nur einmal ganz kurz Mittagsschlaf gemacht. Julian, wie bist du auf so eine Idee gekommen? Also wie soll ich das sagen? Das habe ich in der Schule aufgeschnappt. Wie bitte? In der Schule? Also was habt ihr da bitte für einen Lehrplan in der... Also verstehe ich nicht. Also nein, das war von keinem Lehrer. Also das war von Freunden und ich glaube, die wussten das selber auch nicht richtig. Emma, es tut mir auf jeden Fall leid. Also ich hoffe, es geht dir danach schon besser. Gut, ich mache dir jetzt Julian. Erstmal einen Kakao. Oh, danke, das ist lieb. Los, Julian, schieß doch. Ich bin Steve Neuer, an mir kommt gar nichts vorbei. Aha, und ich bin Julian Ronaldo oder Julian Messi, wie du magst. Und dieser Ball ist auf jeden Fall gleich im Tor. Julian, du weißt aber schon, dass wir in der Klasse nicht Fußball spielen dürfen, also, das oder? Das steht nirgendwo geschrieben in den Schulregeln. Das darf man nicht, da geht was kaputt. Ja, sei ruhig, er merkt's nicht. Und jetzt kommt ein richtiger Knuckleball! Tor! Oh Mann, ich hab den Ball nicht gefangen, also vielleicht nochmal Wiederholung bitte. Und die Menge Tor... Frau Schillig, was machen Sie denn hier? Das fragst du mich? Das könnte ich genauso zurückgeben. Du weißt schon, dass man nicht Fußball im Klassenraum spielen darf, hm? Also ich habe mir mal die Schulregeln durchgelesen und da steht nirgendwo, dass man im Klassenraum nicht Fußball spielen darf. Also ich habe das nicht gelesen. Also, Frau Schillig, das war alles Julians Idee. Der hat mich dazu gezwungen, wirklich. Oh, danke, du Verräter. Jetzt kriege ich nur Ärger. Aber Frau Schillig, also wie gesagt, also das steht, glaube ich, nicht in den Schulregeln. Ich habe es nicht gelesen. Julian, das steht da... Oder steht das da nicht in den Regeln? Ich meine schon. Ach, da steht jetzt nichts mit dem Fußball. Aha. Das werde ich ändern lassen. Das geht trotzdem. Kein Fußball im Klassenraum. Ha, siehst du, Steve, ich habe keinen Ärger bekommen. Ha. Ich frage mich allerdings, was ihr jetzt alle hier im Klassenraum macht. Ihr wisst schon, dass jetzt Sport ist, oder? Ach ja, stimmt. Dritte Stunde. Sport bei Herrn Fett. Oh, yes, klasse, ab in die Turnhalle. Steve, da kannst du ja versuchen, mal meinen Ball richtig zu halten, aber schaffst du sowieso nicht. Oh doch, aber sowas von, du hast keine Chance. Auf dem richtigen Tor halte ich den Ball nicht wie hier bei einer Tafel. Hat jemand eine Ahnung, wo der Herr Fett eigentlich ist? Der ist doch eigentlich in letzter Zeit immer pünktlich gewesen, bis auf das eine Mal. Keine Ahnung. Frage ich mich ehrlich gesagt auch. Der ist nicht da. Hey Leute, guckt mal, wie cool ich turnen kann. Könnt ihr das auch? Also ich krieg das viel besser hin. Guck mal, wie hoch ich bin. Also unfassbar, was ist hier denn los? Wo seid ihr denn, Kinder? Ich warte jetzt gefühlt schon seit einigen Minuten bei euch da. Ich warte auf euch. Am Bus, wo bleibt ihr denn nur? Am Bus? Wir haben noch Sportunterricht. Was sollen wir denn am Bus? Oh nein, wir haben heute nicht Sport, sondern Schwimmunterricht. Ab geht's zum Bus. Hey ihr beiden, heute ist nicht Turnen, heute ist Schwimmunterricht. Los, ab zum Bus mit euch, sonst sind wir noch gleich zu spät im Schwimmbad. Herr Fett, sagen Sie, haben Sie das schon vorher gesagt? Weil ich habe gar keine Schwimmsachen dabei.
Ich habe auch keine Schwimmsachen dabei. Mein Glück, dass ich immer meine Badehose unter meiner normalen Hose anhabe. Los, los, alle Mann rein, beeilt euch. Herr Fett, aber ich habe wirklich keine Badesachen dabei. Wieso soll ich denn mit ins Schwimmbad? Was soll ich denn da? Also ich mag schwimmen auch, aber ich habe auch keine Badeklamotten an. Also ich, und dabei, das verstehe ich nicht. Also bitte, Ruhe jetzt, Disziplin. Hier, wir sind beim Sport oder beim Schwimmen. Dann schwimmt ihr halt mit euren Klamotten, das ist mir egal. Oh, das kann echt nicht sein. Leute, Leute, beruhigt euch, beruhigt mit euch. Mit Klamotten kann man doch nicht schwimmen gehen. Wir sind doch sowieso in einem Hallenbad, also passiert euch nichts. Ist doch schön warm. Ins Hallenbad? Nein, 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 wir gehen in den Aquapark, ins Freibad. Oh, wie bitte was? Bei diesem Wetter? Das Wasser ist doch bestimmt warm, oder? Also mir kommt das jetzt wirklich schon ein bisschen komisch vor. Dieser Lehrer wollte unbedingt, dass wir heute den Aquapark öffnen. Der will doch nicht wirklich mit seinen Schülern hier rein, oder? So, die Klasse von der Playmobil-Grundschule ist jetzt da. Wir würden gerne den Schwimmunterricht hier starten. Wie bitte Schwimmunterricht? Genau. Aber Sie wissen schon, dass die Temperaturen das eigentlich nicht zulassen. Wir haben doch draußen gerade mal 10 Grad. Ach, papalapap. So, alle, die jetzt Badeklamotten dabei haben, einmal bitte umziehen und die anderen können schon mal zum Becken. Also ich muss schon sagen, ich bin eigentlich immer für Schwimmen zu haben, aber bei diesem Wetter ist doch echt schon ein bisschen kalt. Ah, oh, gut, dass ich meinen Badeanzug auch drunter habe. Und Julian, ich glaube, das Wasser wird warm sein. Naja, gut, okay, ich gehe mich dann umziehen. Herr Fett, und was ist mit uns? Wir haben noch gar keine Badesachen dabei. Was sollen wir denn am Beckenrand machen? Können wir vielleicht im Bus warten? Weil da war es richtig warm und ich friere jetzt schon. Also das kommt gar nicht in Frage. Ihr kommt gleich mit ins Becken. Also mit Klamotten schwimmen, das geht nicht. Das verstößt gegen die Hygienevorschrift. Das machen wir nicht. Nur mit Badekleidung. Aha, interessant. Ja, das werden wir sehen. So, alle zum Becken, habe ich gesagt. Und Julian, Ines, umziehen. Ja, ist ja gut. Ich hatte nur die Hoffnung, dass wir uns doch nicht umziehen müssen. Ja, toll, okay. So, und jetzt ab ins Wasser bitte, ihr beiden. Oh, das ist doch ganz schön kalt. Es ist kalt. Oh, der macht das jetzt wirklich. Das ist wirklich verantwortungslos, nenne ich das. Viel zu kalt. Also, Herr Fit, muss ich jetzt wirklich ins Wasser springen? Komm, Julian. Wir schaffen das schon. Sonst gibt es sonst bestimmt Ärger von Herrn Fit. Oh, ist das kalt. Oh, müssen wir jetzt die ganze Zeit hier auf eure Show warten? Ab ins Wasser oder wollt ihr kein Seepferdchen? Es ist kalt! Oh mein Gott, so ein kaltes Wasser hatte ich noch nie! So, und jetzt die nächsten bitte. Wie? Mit Klamotten? Ist das hier ernst? Es tut mir leid, aber ich mache das nicht. Ich gehe auf gar keinen Fall ins Wasser. Ich friere jetzt schon. Ich werde dann ganz krank. Ist ja gut, ich versuch's mal. Hauptsache, ich kriege keine schlechte Bewertung. Ja, sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. So, mein Gott, ist das kalt! So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen schwimmen hier üben, ha? Also, ab ins Wasser, Steve, du auch bitte. Mit Klamotten ist das zwar ein bisschen schwieriger, aber du schaffst das schon. Also wirklich, bitte, lassen Sie die Kinder nicht schwimmen. Denen ist total kalt, die bitte haben schon ganz blaue Lippen. Sie uns nicht. So, Jan, jetzt mal tauchen. Das ist so kalt. Ich will hier raus. Das ist viel zu kalt. Ist das eine Militärschule oder warum wollen Sie die Kinder so abhärten? Also ich geb's auch auf. Das ist viel zu ich kalt. Ich geb's auch auf. Ich komm da nicht rein. Das ist viel zu kalt. Herr Fett, also wir haben jetzt alle beschlossen, dass wir nicht reingehen. Also auf gar keinen Fall mit Klamotten. Ah, ihr seid doch alles Weicheier. Naja, gut, okay, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass es bei eurem Zeugnis nicht so gut aussieht. Das sage ich euch, auch wenn es keine Noten gibt bei euch. Oh nein! Oh nein, wir sind zu spät. Die sind ja tatsächlich im Wasser. Oh nein! Kinder, kommt sofort aus dem Wasser raus. Alle raus, alle raus! Dankeschön, Frau Chillig. Also, Schwimmunterricht im Herbst ist nicht so schön, Frau Rebert. Oh, Herr Chillig, Frau Chillig, also warum stören Sie denn jetzt meinen Schwimmunterricht bitte? Was, wie bitte? Wir stören Ihren Schwimmunterricht? Erstens sind wir in der ersten Klasse, da gibt es doch keinen Schwimmunterricht. Wo haben Sie denn den Lehrplan her? Und außerdem bei diesem Wetter im Freibad, also geht's noch? Also den Lehrplan, den habe ich bei Wikipedia gefunden. Ist das nicht der richtige? Ach, Sie sind Herr Chillig, der Schuldirektor ja, der Grundschule. Genau. Oh, Gott sei Dank sind Sie da. Ich fand das überhaupt nicht gut, diese Idee, die Kinder hier bei so einer Temperatur ins Wasser zu schicken. Was ist denn mit Ihrem Sportlehrer los? Und dann wollte er die Kinder zwingen, mit den Klamotten reinzugehen. Also bitte, Sie sind vielleicht jetzt im ersten Lehrjahr, aber das sind Fehler, die dürfen Ihnen nicht passieren, die Kinder bei diesem Wetter und dann auch mit Klamotten, bitte? Kinder, kommt raus! Ja, wir gehen sofort raus. Ja, danke, Frau Chillig. Und Sie, Herr Fitt, wie können Sie die Kinder nur zwingen, bei so einer Kälte hier draußen ins Wasser zu gehen? Also, ich muss schon sagen, ich bin die ganze Zeit hier mit meinen Füßen im Wasser und so kalt ist das jetzt nicht. Vielleicht ein bisschen. Wie wäre es, wenn Sie dann mal komplett eintauchen gehen? Gehen Sie schön baden. Ist doch ein bisschen kalt. Och, Anna, übertreib doch nicht, das muss doch jetzt nicht sein. Aber er hat die Kinder einfach hier so ins Wasser gelassen. Ach, ja, ich weiß.
Das ist auch meine Klasse. Die werden alle krank und dann fällt der Unterricht aus, auch wenn die sich nicht eine Lungenentzündung holen. Oh. Frau Tschillich, haben Sie ein Handtuch oder so? Mir ist ein bisschen kalt und ich glaube, ich werde krank. Ach, mein kleiner Julian, wir holen dir sofort ein Handtuch. Oh, ich friere auch schon. Also, na gut, der Schwimmunterricht ist dann vorbei anscheinend. Danke, Frau Tschillich. Ich glaube, ich habe eine Erkältung oder bin krank. Also, Eisbaden gefällt mir nicht so, aber bei dem Hallenbad, da wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Oh, Steve, wo bleibst du denn? Oh, der hätte schon längst da sein müssen. Und ich hoffe, er weiß auch noch, dass er nicht klingeln soll. Aber vor der Tür ist er auch noch nicht. Oh. Es war wieder sowas von klar, dass Steve zu spät kommt. Vielleicht kann ich mich noch kurz ein bisschen hinlegen und dann schaue ich gleich nochmal aus dem Fenster. Oh nein! Oh, Steve, warum klingelst du denn? Oh, die anderen werden gleich wach. Oh, ich muss mal schauen. Oh, Papa. Oh, der schläft noch tief und fest. Weil bei der heutigen Aktion darf uns keiner sehen. Wirklich keiner. Hey, Pia, schönen guten Morgen. Wie sieht's denn bei Hannah aus? Ist sie noch am Schlafen? Oh, sehr gut. Sie ist auch noch am Schlafen. Ich meine, okay, es ist auch noch ziemlich früh und es ist Wochenende. Das ist doch mal gut gegangen. Also, ich sollte jetzt ganz schnell die Tür mal öffnen, bevor Steve nochmal klingelt. Oh, Steve, das war ja klar. Oh, hör auf zu klingeln. Oh, jetzt bin ich hier noch die Treppe runtergefallen. Oh, das ist so unnötig laut gerade. Oh, ich glaube, mein Plan wird voll in die Hose gehen. Schönen guten Morgen. Steve, bist du jetzt wohl ruhig? Warum klingelst du? Ich habe gesagt, du sollst nicht klingeln. Julian, ich warte schon seit 20 Minuten vor der Tür. Aber ich glaube, du bist wieder eingeschlafen. Ich dachte, wir treffen uns hier. Du holst mich ab von der Tür. Du wolltest doch aus dem Fenster gucken. Oh ja, ist ja gut. Du hast ja recht. Ja, ich bin wieder eingeschlafen. Jetzt komm kurz rein. Los, los, los. Wir wollen gleich los. Julian, ich muss schon sagen, ich freue mich echt, ich freue mich riesig, aber ich habe noch nicht gefrühstückt, aber ich sehe... Ja, Steve, das ist noch vom Abendbrot, du kannst gerne was essen und am besten aber nicht alles, nicht, dass sie denken, dass wir was gegessen haben, okay? Oh, ich sehe, du hast Wurst, Brötchen und Croissants. Oh, okay, ich kann für nichts garantieren. Steve, eine Sache muss ich dir aber noch sagen, ich habe dir ja noch nicht gesagt, wohin wir wollen, also du solltest eine Badehose mitbringen und du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft, wir gehen heute schwimmen! Ja, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Ich wusste gar nicht, dass wir hier im Playmobil City ein Hallenbad haben. Ich meine, wo das Wetter so kalt ist. Oh ja, es wird super, es wird super. Kein Hallenbad? Du wirst schon sehen, Steve. Kein Wunder, dass wir uns so früh getroffen haben. Bestimmt wird das richtig voll jetzt am Wochenende. Okay, super, alles eingepackt und jetzt geht es ab in den Aquapark. Und Papa ist immer noch am Schlafen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ich bin jetzt weg. Oh, das wird einfach nur super heute. Ein ganzes Schwimmbad nur für uns alleine. Steve, wollen wir jetzt... Steve, ach nö! Julian, tut mir leid. Also, ich habe die ganze Wurst gegessen und auch die ganzen Brötchen. Und die Croissants, die kann ich nicht mehr essen. Oh, ich bin sowas von voll. Tja, Steve, dann kommst du wohl nicht mit Schwimmen, oder? Oh doch, also als ob ich mir das entgehen lasse. Also ein Hallenbad bei uns hier im Playmobil City. Ja, ich meine, es wird richtig cool, Steve, richtig cool. Sowas hast du noch nie erlebt. Das, was wir heute machen, das hast du, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, das stimmt, Julian. Also, ich war noch nie in einem Hallenbad. Das wird richtig cool. Schön warm. Oh, ich weiß ja nicht, ob es so warm wird, aber wir wollen jetzt los, Steve. Julian, wo ist denn jetzt das Hallenbad? Wir sind jetzt schon hier nur beim Aquapark, aber hier kann man doch nicht schwimmen im Winter. Wieso denn nicht? Also, ich kann hier, glaube ich, ohne Probleme schwimmen. Julian, schau dir das doch mal an. Es ist viel zu kalt. Wir haben Winter. Und ich weiß gar nicht, ob hier Wasser drin ist. Aber der Aquapark sieht irgendwie anders aus. Ich glaube, das ist momentan eine Baustelle hier. Keine Ahnung. Also das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Bestimmt nur so 2-3 Grad. Also jetzt sag schon, wie weit ist es noch bis zum Hallenbad? Steve, ich muss dir was sagen. Es gibt gar kein Hallenbad hier. Hier wollten wir schwimmen. Wir haben den ganzen Aquapark für uns. Und das bei diesem Wetter, ist das nicht super? Und ich glaube, das Wasser ist nicht so kalt. Julian, nein, das kommt gar nicht in Frage. Weißt du, wie kalt es ist? Oh, ich habe mich nur auf ein Hallenbad gefreut. Oh, du hast mich angelogen. Also ich weiß ja nicht, Steve, ich habe dich nicht angelogen. Aber ich habe dir auch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Also ich werde jetzt hier schwimmen, weil das ganze Schwimmbad ist nur für mich. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Julian, wir werden krank, sage ich dir. Ach was, ich glaube nicht, wir werden nicht krank. Und weißt du was, ich habe meine Badehose schon an und es ist ein bisschen frisch. Ich sollte ins Wasser, weil da wird einem ja immer schön warm. Und ich glaube nicht, dass das eine Baustelle ist. Ich glaube, das ist hier so ein neuer Sprungturm. Ja, super, Julian. Aber wenn wir jetzt nur mal hier sind, dann kann ich vielleicht doch eine Runde schwimmen. Vielleicht ist das Wasser doch ein bisschen warm. Das ist ja bei einer kalten Dusche auch so. Also wenn ich lange unter einer kalten Dusche bin, so 2-3 Sekunden, dann wird es ein bisschen wärmer, weil der Körper sich dran gewöhnt. Aber bei diesem Wetter draußen, ich weiß ja nicht.
Steve, ich bin hier oben. Ich sag dir, das wird ein klasse Tag heute. Keiner wird uns hier stören. Ja, natürlich wird uns keiner stören. Wer will schon bei dem Wetter hier im draußen schwimmen, hä? Niemand. Ach, Steve, jetzt sei mal kein Spielverderber. Los jetzt, ich springe. Hier kommt Julian. Oh, das wird super. Ab ins warme Wasser. Oh, ist das schön. Kalt. Und Julian, sag schon, ist es schön warm oder kalt? Ich darf mir nichts anmerken lassen. Oh, es ist ja richtig warm, ist schon fast heiß, das Wasser. Der wird gleich eine eiskalte Überraschung bekommen. Ein bisschen kalt ist es schon. Okay, wenn's so ist, dann komme ich jetzt ins Wasser. Platz da! Weißt du was, Julian? Heute kann ich vielleicht ein bisschen für meinen Sprungwettbewerb üben. Und da kann ich dann vielleicht auch mal Erster werden. Ab ins... Julian, das ist ja eiskalt! Ach, komm schon, Steve. So kalt ist es doch nicht, oder? Julian, das ist so kalt wie mein Waldmeister-Eis. Außer, dass dieses Wasser hier nicht schmeckt. Na los, Steve, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Dann wird uns schön warm und dann haben wir hier ganz, ganz viel Spaß. Ja, Julian, mir ist so kalt und ich hab dir gesagt, wir werden krank. Steve, wir werden nicht krank, wenn wir uns bewegen und vielleicht mal runterrutschen. Oder bist du ein Angsthase? Wir müssen ganz schnell wieder ins Wasser. Oh, ist das kalt. Oh, der Angsthase ist ja auch da. Ja, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich hab... Oh, mein Handtuch ist auch noch in der Tasse. Vielleicht hätte ich das mitnehmen sollen. Steve, das ist wie beim Sport. Wir müssen uns bewegen. Dann schwitzen wir und dann ist uns warm, okay? Und krank werden wir so oder so nicht. Also, wir haben einen Anruf bekommen. Von den Nachbarn hier in der Umgebung. Soll es wohl Personen in diesem Aquapark geben, aber der ist doch geschlossen. Also, ich glaube nicht. Was machen denn... Also, das kann doch gar nicht sein. Wem gehört dieser Rucksack und ein zweiter auch noch? Schnell ins Wasser. Ich glaube, das ist auch kalt. Also, ich glaube, ich träume. Hier sind wirklich Leute, die schwimmen wollen. Im Winter. Bei dieser Kälte. Hallo, Junge. Oh, die Polizei ist auch da. Ich kann mich nicht bewegen. Sag mal, bist du total verrückt geworden? Es ist doch eiskalt. Du wirst doch krank, Junge. Ganz schnell hier raus. Und außerdem darfst du gar nicht in den Aquapark. Der ist geschlossen. Warum denn? Aber es ist so kalt. Hey, und du da oben. Du wirst jetzt bitte nicht rutschen. Du kommst direkt wieder runter. Ja, das ist das Beste, was ich den ganzen Tag gehört habe. Ich wollte nicht ins Wasser. Ich wollte sowieso runter. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, die Nachbarn, die sind doch auch verrückt geworden, dass es hier im Winter wohl Leute gibt, die hier schwimmen. Aber anscheinend doch. Jungs, ganz schnell umziehen. Also am liebsten würde ich euch eine Strafe geben. Aber ich meine, das ist schon Bestrafung genug hier im kalten Wasser, oder nicht? Ja, aber ich dachte, wir haben den ganzen Aquapark dann für uns. Und im Sommer ist es hier immer so voll. Julian, also ich wollte wirklich die Rutsche runterrutschen, aber das ging ja jetzt nicht, ne? Und lass uns mal schnell umziehen. Ja, das hat auch seinen Sinn, dass es im Sommer im Schwimmbad, im Freibad voll ist, weil das eine Abkühlung ist. Und im Winter solltet ihr eher ins Hallenbad gehen. Und ich weiß, in Playmobil City gibt es keins. Ja, das fehlt hier einfach. Ein Hallenbad, wo man auch im Winter schwimmen kann, weil ich liebe es zu schwimmen. Weißt du was? Das ist eine Aufgabe für die Polizei. Beim nächsten Gespräch mit der Stadt werden wir das als Polizei definitiv ansprechen. Wir brauchen ein Hallenbad. Warum auch immer. Kann ich mich jetzt umziehen? Ich will jetzt langsam nach Hause. Also den Weg nach Hause finde ich schon alleine. Das kommt nicht in Frage. Natürlich muss ich noch mit deinen Eltern reden. Julian Vogel, kannst du mir mal bitte erzählen, warum die Polizei jetzt am frühen Morgen bei uns im Haus hier steht? Hä? Ja, schönen guten Morgen, Herr Vogel. Ich habe die beiden Herrschaften hier im Aquapark gefunden. Im Aquapark? Warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Ich meine, seid ihr denn verrückt geworden bei diesem Wetter? Der Aquapark ist doch geschlossen, oder nicht? So sieht es aus, Herr Vogel. Der Aquapark ist geschlossen und trotzdem sind die beiden irgendwie reingekommen. Na gut, die Sicherheitsvorkehrungen sind da nicht die besten, aber trotzdem. Ich hab schon verstanden, ich hab Hausarrest. Ich gehe nach oben, Steve, mach's gut. Steve, vielleicht solltest du auch nach Hause. Mit deinen Eltern muss ich auch nochmal telefonieren. Das muss eigentlich nicht sein, aber wie Sie wollen, ich hole mir jetzt erstmal einen heißen Kakao, mir ist kalt. Also bei einer Sache hat Ihr Sohn aber recht, Herr Vogel, wir haben kein Hallenbad hier in Playmobil City, da sollten wir doch was tun. Ja, das wäre wirklich nicht schlecht, vielleicht können Sie ja was tun als Polizei. Ich weiß zwar nicht was, aber tun Sie was. Wir werden mal mit der Stadt sprechen und dann gibt es doch diesen Stefan, der kann ja vielleicht ein bisschen was bauen für uns. Ich hab da was gehört. Julian, bleibst du bitte noch einmal kurz hier, wir müssen glaube ich noch mal ein Wörtchen miteinander reden. Oh, Papa, ja, ich weiß, ich hätte da nicht reingehen sollen, weil es ist ja geschlossen und ich werde bestimmt krank. Nein, werde ich nicht, ich werde niemals krank. Ja, Julian, genau, das ist sehr gefährlich, gerade bei diesem Wetter. Also, das Wasser war doch bestimmt eiskalt, Julian, das ist sehr gefährlich, sage ich dir.
Oh ja, Papa, ich hab's verstanden. Ich hab Hausarrest. Wie lange? 1, 2, 3 Wochen. Und krank werde ich sowieso nicht. Hab ich dir schon gesagt, das Wasser war zwar kalt, aber mir passiert nichts. Ja, Julian, ich würde mal sagen, 2 Wochen sind in Ordnung. Ich hoffe, dir geht's die nächsten Tage noch gut. Einen Tag später. Papa, ich bin krank. Ach, Claudia, Schätzchen, vielen Dank für die Einladung heute hier auf den Punsch. Sehr, sehr schön und sehr winterlich. Ja, Claudia, das war eine ganz nette Idee und wir freuen uns auch immer so, unsere Enkelkinder zu sehen. Ja, finde ich auch. Möchtet ihr eigentlich noch eine Tasse Punsch? Naja, ja, wir haben noch. Ja, danke. Wir haben ja auch was vor heute. Ach so, was habt ihr denn vor, wenn ich fragen darf? Wir werden heute zum Eisbaden gehen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Eisbaden? Oh nee, bitte nicht, Mama. Das fand ich als Kind schon so furchtbar. Bitte kein Eisbaden. Eisbaden? Eis? Das ist doch mein Stichwort. Wo ist das Eis? Ich bin Waldmeister. Ach Julian, nicht das Eis. Heute ist Eisbaden hier in Playmobil City. Hast du davon nichts mitbekommen? Oma und Opa möchten dahin. Oh, Eisbaden? Oh, das stelle ich mir richtig cool vor. Da möchte ich auch unbedingt hin. Im Eis zu baden, wow. Dann würde ich in ganz vielen Sorten baden. Waldmeister, Himbeer, Kirsche, Vanille, Also Emma, Julian, wenn ihr mit möchtet, dürft ihr natürlich Oma und Opa begleiten. Was, klar? Oh, ja! Na ja, gut, dann trinke ich mal schnell aus und dann können wir ja los. Also, wir haben eure Badesachen schon gepackt. Wir können dann los. Die sind hier in der blauen Tasche, falls ihr doch ins Eis wollt. Ja, genau. Also, wir können gerne los. Ich freue mich schon richtig auf das Eis. Also, ihr beiden, ihr müsst das nicht machen, wenn ihr das nicht wollt. Also, ihr müsst auch Oma und Opa keinen Gefallen tun oder so. Und es ist draußen total kalt. Möchtet ihr nicht lieber eure Wintersachen anziehen? Nee, auf gar keinen Fall. Das geht schon, Mama. Ach, mach dir keine Sorgen, Mama. Wir kriegen das schon hin. Bis später. So, Kinder, da wären wir am großen Park von Playmobil City. Also hier ist ja schon mächtig viel los. Hier steppt ja der Meer. Du, Opa, wo ist denn das Eis, wo man jetzt drin baden kann? Ich sehe gar nichts. Aber Emmerlein, schau doch mal, schau dich mal um. Hier ist doch überall Eis. Das sind ja Berge von Eis und so viele Teilnehmer. Also das gab's in den letzten Jahren noch nie. Du, Oma, wo kann ich denn jetzt hier meine Bestellung aufgeben? Ich wollte ganz gerne Waldmeister-Eis und vielleicht mit ein bisschen Sahne drauf, aber auch nur ganz, ganz bisschen. Ach, Julian, ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Eisbaden, das ist Baden in eiskaltem Wasser in einem See. Und das hat nichts mit Eiskugeln zu tun. Hä, wie? Guck doch mal, Julian, die Leute, die da am Rand stehen, die werden in das eiskalte Wasser gleich reingehen. Ach, dann wollen wir doch mal testen, wie kalt das Wasser wirklich ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, da reinzugehen. Oh, zum Glück habe ich Flossen an, da stehe ich nicht direkt mit den kalten Füßen im Wasser. Oi, zum Glück habe ich mich ganz dick angezogen heute. Das wäre ja gar nichts für mich heute. Ach, Harald, das Wasser ist wirklich klirrend kalt. Ich weiß nicht, wer da reingehen will. Also, Bertha, ich sag dir, nur Verrückte heute. Und was sehe ich denn da in der Ferne? Das sind ja richtig dicke, fette Eisschollen. Oh, Mann, oh, Mann. Hallo, hier ist Britta Blitzschnell und ich bin wieder hier vor Ort bei der jährlichen Eisbadenveranstaltung. Ich sehe hier schon viele, viele Teilnehmerinnen. Es geht gleich los. Du, Britta, ich habe alles drauf. Ich habe auch schon ein paar Teilnehmer, ja? Ach du, Peter, weißt du noch, als wir das mal gemacht haben? Heute würde ich mich das nicht mehr trauen. So, ich würde sagen, wir interviewen hier vielleicht mal vor Ort ein paar Leute, die sich das entweder angucken wollen oder eben auch direkt an der Veranstaltung teilnehmen. Oh Mann, die gehen da wirklich baden in so Eiswürfel? Das schaue ich mir mal ein bisschen näher an. So, wie wär's denn mit diesem jungen Herrn hier? Stopp! Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Und bist du heute zum ersten Mal hier? Also eigentlich darf ich nicht mit Fremden reden. Ist das eine neue Kamera? Also ich bin Julian Vogel und ich bin heute mit Oma und Opa hier. Aber ich dachte, hier gibt's Waldmeister-Eis und das gibt's gar nicht. Oh, warte mal, bin ich im Fernsehen? Hey, Mama, Papa, Mama, Papa, ich bin hier im Fernsehen. Mama, Papa hat die Toilette verstopft, nicht ich. Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, das sollen alle wissen. Oh, ich möchte auch ins Fernsehen. Hallo, ich bin's, Emma, hallo. Ah, nun gut, diese Kinder. Ich frage mich allerdings, ob die beiden nicht auch ins Eis wollen. Aber ich denke, sie sind nur Zuschauer. Du, Julian, das war ja dein Name. Möchtest du eigentlich auch ins Wasser gehen oder traust du dich nicht? Was, wie bitte? Natürlich traue ich mich. Ich bin Julian Vogel. Ich traue mich, alles zu machen. Was ist das für eine komische Frage? Um Gottes Willen, der Junge will wirklich Eisbaden. Das müssen wir verhindern. Oma, kannst du mir da meine Badehose geben, bitte? Ich gehe dann jetzt ins Wasser oder ins Eis. Julian, ich kann sie dir geben, aber eigentlich war das doch ein Spaß, dass wir die Sachen mitgenommen haben. Du wirst doch krank. Mach das lieber nicht. So, der junge Herr Julian hat sich jetzt wohl auch umgezogen und ich glaube, damit ist er der jüngste Teilnehmer beim Eisbaden. Das gab's noch nie. Du, Emma, also willst du mich vielleicht nicht begleiten? Also können wir das nicht zu zweit machen, so richtig in Vögelmanier?
Komm schon, wir sind eine Familie. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist mir viel zu kalt. Ich friere jetzt schon. Mann. Ich will nach Hause. Oh Mann, oh Mann. Emma, weißt du was? Ich wusste schon immer, dass du ein Angsthase bist. Oder bin ich so, nicht. Doch, doch. Ich gehe jetzt alleine hier rein. Ist mir egal. Ich schaff das schon. So wie es aussieht, meint es der junge Herr wirklich ernst. Er wird jetzt ins Wasser steigen. Es ist kaum zu glauben. Ich hoffe, er schafft das überhaupt. Ist das kalt? Das ist viel zu kalt. Das gibt's doch nicht. Das ist ein vielleicht 5-jähriger Junge und der möchte ins Wasser? Oh Mann, das habe ich noch nie erlebt hier. Also ich sag dir was, so mutig wäre ich auch mal gerne. Das ist viel zu kalt. Was habe ich nur gemacht? Ich möchte hier raus. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Sind die überhaupt noch dran? Das Wasser ist so kalt. Wer kommt denn auf die Idee, hier zu baden? Und ich will mein Waldmeister halt jetzt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Mama! Oh Mann, ich bin noch voll müde. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen wegen dieser Hitze. Julian, stehst du dann auch auf? Wir wollen eigentlich zusammen frühstücken. Oh Mama, ich bin die ganze Nacht schon wach und alles klebt, meine ganzen Klamotten. Oh, das ist sowas von eklig. Eieiei, wie kann man denn so früh morgens schon so schlechte Laune haben? Ich werde mal nach unten gehen und das Frühstück machen. Ja, und ich hätte hier gerne eine Klimaanlage in meinem Zimmer. Das geht doch gar nicht so, Mann. Das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Idee. Vielleicht frage ich mal Emma, ob sie auch eine Klimaanlage will. Also, dann können wir es vielleicht auch durchsetzen. Hey Emma, ich habe einen super... Emma? Hey Emma, wo bist du denn? Oh, ist sie schon wach? Oh, ich bin hier unten. Hier ist es ein bisschen kühler als auf dem Bett. Unterm Bett ist es besser. Oh, Emma, was machst du denn da unterm Bett? Da sind noch Mäuse und so bestimmt. Mäuse? Nein, Wollmäuse. Ich habe nicht gestaubt. Nein, Mäuse. Hier ist es ein bisschen kühler. Ich kann nicht mehr. Die Hitze macht mich total kaputt. Emma, ganz kurz nur. Willst du eine Klimaanlage? Sag einfach ja. Ja, aber was ist eine Klimaanlage? Ist das sowas wie, was du auf dem Rücken hast? Sowas will ich nicht. Schwitzt du nicht? Hier, ist das deine Decke? Oh, dein Ernst? Oh, jetzt klebt sogar die Decke an meinem Rücken. Oh, ich schwitze so dermaßen. Okay, ich stell mich drauf und du läufst los. Oh, endlich ist das Ding ab. Mama, können wir jetzt mal bitte kurz unter vier Augen reden? Ach, Julian, das Frühstück ist noch nicht fertig. Ich mach jetzt erstmal hier das Bett. Was gibt's denn? Also tut mir leid, aber hier in der Luxusvilla zu wohnen, also in meinem Zimmer, ist echt momentan nicht auszuhalten. Entweder will ich jetzt ein Zimmer im Keller oder ich könnte ja vielleicht am Pool bleiben oder eine Klimaanlage halt. Julian, damit kann ich nicht dienen. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich muss hier doch irgendwo noch deine Sommerklamotten haben. Was ist denn mit denen? Was? Sommerklamotten? Nee, ich zieh doch nichts anderes an. Ich glaube schon. Oh, was ist das denn, was Mama da aus dem Schrank holt? Komische Sachen. Und Julian, wie gefällst du dir? Ich finde, das sieht richtig schick aus. Und es ist dem Sommer angepasst. Dann schwitzt du nicht so doll. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Das ist ja einfach nur schrecklich. Oh Mann, so darf ich aber nicht unter Leute gehen. Nee, Mama, damit laufe ich nicht den Sommer rum. Ich will meine alten Klamotten wieder. Julian, du hast fast die gleichen Schuhe wie Hannah. So komische Schlappen, da gucken deine Füße raus. Du musst mal deine Zehennägel schneiden, Igitt. Nein, auf gar keinen Fall. Was ist das überhaupt für Klamotten? Hier so eine Eidechse oder so auf dem T-Shirt. Was soll das überhaupt sein? Darauf stehe ich doch gar nicht. Julian, ich habe nur versucht, dir zu helfen. Du hast mich gefragt, was wir gegen die Hitze tun können. Und ich dachte, vielleicht tun es ja auch die Sommerklamotten, hm? Also wenn du sie nicht haben willst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich gehe jetzt nach unten in die Küche. Also diese Klamotten hier kommen sowas von wieder in den Schrank, die werde ich doch niemals anziehen. Voll peinlich. Komm, ich habe eine viel, viel bessere Idee, Emma. Vielleicht fragen wir mal Papa, ob er mit uns in den Aquapark will. Zieh mich nicht so. Oh, Kinder, warum denn jetzt? Also, versteht mich nicht falsch, ich hätte ziemlich Lust auf den Aquapark, aber ich habe Mama auch versprochen, dass wir mit ihr einkaufen gehen. Einkaufen? Doch nicht bei dem Wetter, Papa. Im Aquapark ist es viel cooler. Komm schon, das wird toll. Eigentlich habt ihr Rechte. Ich frag mal bei der Mama nach. Och, Martin, das ist jetzt doch nicht im Ernst, oder? Du hast mir versprochen, dass wir gemeinsam einkaufen gehen. Und jetzt willst du mit den Kindern in den Aquapark und nicht heute. Aber der Aquapark, der reizt mich momentan einfach. Aber gut, okay, ich bin Vater und hab Verantwortung. Gehen wir ins Einkaufszentrum. Woo! Das will ich auch hoffen, Martin. Warum denn heute gerade in den Aquapark? Du hast es mir versprochen, also gehen wir shoppen. Und Hannah kann auf die Kinder aufpassen. Also Julian, ich glaube, unsere Karten für den Aquapark, die stehen gar nicht gut. Papa hat ein bisschen Ärger gekriegt. Naja gut, dann hole ich mal die Kinder zum Frühstück. Hey, runterkommen! Oh, ich wäre so gerne in den Aquapark gegangen heute. Also gut, Kinder, nach dem Frühstück wollen Papa und ich gemeinsam einkaufen gehen. Und hört bitte auf eure große Schwester. Hannah wird auf euch aufpassen, stimmt's, Hannah? Ja, kann ich machen, aber Julian, Emma, wehe, ihr tanzt mir wieder auf der Nase rum. Und Kinder, es tut mir wirklich leid, aber heute wird das nichts mit dem Aquapark. Aber wie wär's mit ein paar Eiswürfel? Damit könnt ihr euch doch vielleicht abkühlen. Was? Eiswürfel? Aber natürlich, darauf bin ich ja gar nicht gekommen. Natürlich machen wir.
So, Leute, jetzt mal im Ernst. Jedes Mal, wenn ich auf euch aufpasse, dann macht ihr Quatsch. Und heute bitte nicht. Das ist mir zu anstrengend. Also, ihr wollt doch nicht, dass Mama und Papa euch einen Babysitter suchen, oder? Nein, bloß kein Babysitter. Wir werden keinen Quatsch machen, stimmt's, Julian? Nee, machen wir schon nicht. Aber Eiswürfel, das dürfen wir doch jetzt machen, oder? Das hat Papa sogar Eiswürfel gesagt. Eiswürfel ist okay. Also, denkt an meine Worte. Kein Blödsinn. Und ich bin in meinem Zimmer. Da ist es etwas kühler als hier oben. Oh. Emma, denkst du jetzt vielleicht gerade an das gleiche wie ich, wegen den Eiswürfeln? Wir holen uns die Cola, die wir eigentlich nicht trinken dürfen, und machen uns einen ganzen Eimer voller Cola mit Eiswürfeln. Oh, cool. Nein, wir bauen uns ein Iglo. Kinder, wir werden uns dann losmachen, ne? Hanna, gut auf die beiden aufpassen. Wir sind bald wieder da. Also Claudia, wenn wir mit dem Einkaufen schnell durch sind, dann könnte ich doch bestimmt noch in den Aquapark, nein, oder? Nein, Martin, nein. Oh. Yes, sie sind weg. Wir können anfangen. Boah, ich glaube, größere Eiswürfelform haben wir nicht. Die sind ja riesig und damit bauen wir ein Iglo. Ja, also jetzt kommt Wasser hier rein und dann müssen wir es kalt stellen und dann können wir unser Iglo bauen. So, und jetzt müssen wir warten. Wie lange dauert sowas? Gute Frage. Keine Ahnung. Also wir können doch eigentlich weitermachen mit den Nächsten. Haben wir denn genügend Förmchen? Ja, ich bin schon dabei. Los, Wassermarsch, wir brauchen Eiswürfel. Jetzt noch ganz kalt werden, Mann. Oh Mann, genieß es, Emma, genieß es. Das ist ein richtiges Meisterwerk. Das nenne ich Kunst. Oh, du heiliges Iglo. Oh, das kühlt ja. Komm, wir gehen rein. Das ist bestimmt mächtig kühl. Und dann müssen wir auch nicht mehr in den Aquapark. Julian, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil ich friere jetzt schon und ich bin noch gar nicht im Iglo drin. Ich glaube, das musst du alleine machen. Oh. Ja, okay, ich warte hier drin. Ist das kalt? Ach, dann gehe ich auch mal runter und mach mir ein schönes Getränk mit Eiswürfeln. Hoffentlich haben die noch was für mich übergelassen. Was ist das denn? Na, wonach sieht's denn aus? Das ein ist ein Iglo. Iglo. Mhm. Oh Mann, ihr beiden, ich hab doch gesagt, kein Quatsch machen. Und das ist mehr als Quatsch. Wenn das alles schmilzt, dann steht unser Haus unter Wasser. Oh, Hanna, da merkt man, du hast wieder gar keine Ahnung. Dieses Iglo, das ist heilig. Das bleibt für immer hier. Also, für wirklich immer. Also, zumindest im Sommer. Hey, Kinder, wir sind schon wieder zu Hause. Vielleicht können wir ja doch in den Aquapark, hä? Um Gottes Willen, ist das etwa ein Iglo? Mama, es tut mir total leid, aber ich habe damit nichts zu tun. Also wirklich gar nichts. Das ist nur, weil Papa gesagt hat, die dürfen Eiswürfel machen. Also mal jetzt völlig davon abgesehen, dass das hier wieder eine Riesenkatastrophe ist. Claudia, das hat der Julian gemacht. Also ich glaube, der wird später immer Architekt oder so. Martin! Julian, wo steckst du denn? Julian? Der ist hier drin. Der hockt schon eine ganze Weile in diesem Iglo. Ich glaube, das tut ihm gar nicht gut. Oh, hey, Mama. Du bist schon hier. Naja, dann sei willkommen in diesem heiligen Iglo. Aha. Oder sollte ich eher sagen, Hoheit, Eiskönigin. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Julian, wovon redest du? Ich sehe aus wie immer. Was hat dieses Iglo in unserem Wohnzimmer zu suchen? Oh, du Eiskönigin, das ist ab sofort dein Palast. Habe ich nur für dich gemacht. Wovon redest du, Julian? Oh, ich glaube, Julian, dem ist diese ganze Kälte nicht gut gekommen. Ich glaube, der hat Gehirnfrost. Oh, das hört sich mal wieder nicht gut an. Der ist wahrscheinlich total unterkühlt. Ich hole mal eine Decke. Ja, Julian, ich glaube, das mit dem Iglo lassen wir lieber mal. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ich bin keine Eiskönigin. Doch, wo ist denn jetzt der Olaf? Und was hast du mit Anna gemacht? Habt ihr euch schon wieder gestritten?